In Klangstrom ist ein audiovisuelles Projekt von Renate Hofleit und Michael Bachbach-Tischer in der Stadt Ulm. Hier der Blick von der Wilhelmsburg zum Münster, hier der Blick vom Münsterturm zur Wilhelmsburg. Das ist der Blautopf, an dem das Flüssle Blau entspringt. Es mündet 22 Kilometer entfernt in der Donau. Die Wilhelmsburg ist eine Festung aus dem 19. Jahrhundert, hinter deren dicken Mauern sich die Aufführungsräume befinden. Die Skulpturvertonung von Renate Hofleit, mikrofonierte Röhren, bilden die Grundlage für die akustischen Geschehnisse. Die so entstehenden Aufnahmen werden im Folgenden Vertonung genannt. In Münster finden Konzerte und Lautsprechervorführungen statt, sowie eine Projektion, die von Renate Hofleit in Form einer Rosette an der Westwand des Münsters über dem Portal entworfen wurde. In den Räumen der Wilhelmsburg sind ebenso Projektionen zu sehen. Ein Ausstellungsraum zeigt Skizzen, Notenblätter und weitere Informationen zum Projekt. Am Freitag halten die Autoren einen Vortrag mit Erläuterungen und Demonstrationen. Die Klänge werden digital vom Münster zur Burg, wieder zurück zum Münster und hin und her gesendet. Die zweitägige Veranstaltungsreihe beginnt die Stimmkünstlerin Angelika Meyer mit einer Performance, die mit mikrofonierten Röhren aufgenommen wird, im Außenbereich nochmals mit großen Röhren aufgenommen wird und anschließend im Münster vorgespielt wird. Am Nachmittag interpretiert Michael Bach die Chaconne von Johann Sebastian Bach mit Cello und Rundbogen. Die so entstehende Vertonung wird anschließend zum Münster gesandt. Währenddessen hört und sieht das Publikum Vertonung der Blau auf der Wilhelmsburg und im Münster. Inzwischen ist die erneute Vertonung von Münster auf der Burg angekommen und wird hörbar. Eine weitere Vertonung wird zum Münster gesandt und wiederum eine weitere Vertonung zur Burg, sodass die abschließende Vertonung dort hörbar wird. Anschließend fährt das Publikum mit einem Shuttlebus zum Münster, wo Michael Bach seine neue Komposition Interludien zu den letzten Klängen auf der Wilhelmsburg uraufführen wird. Am Sonntag werden die Glocken des Münsters mit mikrofonierten Röhren aufgenommen. Das vertonte Ergebnis wird anschließend auf der Burg wiedergegeben, sowie weitere vertonte Aufnahmen des Wochenmarkts, der Stadtmitte und verschiedener Stationen an der Blau. Am Nachmittag führt Michael Bach seine Komposition Nur Hoff Hugo auf, die innerhalb eines Projekts zusammen mit Renate Hofleit Leben ist laut bei den Donaueschinger Musiktagen 2000 uraufgeführt wurde. Hier werden die verschiedenen Räumlichkeiten der Wilhelmsburg genutzt, um verschiedene Vertonungen zu schichten, sowie auch Vertonungen, die aus dem Münster von Ulm gesendet werden. Währenddessen sind im Ulmer Münster Videoprojektionen in der Rosette zu sehen.
Nachdem ein Shuttlebus das Publikum zum Münster gebracht hat, werden dort die Röhrenstücke von Michael Bach-Bartischer aufgeführt. Die Uraufführung für Cello fand in Fellbach 1993 statt. Anlässlich des Millenniumspreises 2000 in Würzburg wurde eine Version für Stimme und Cello zusammen mit Christina Ascher aufgeführt. Hier in Ulm wird der Bariton Frank Wörner zusammen mit Michael Bach eine Version für Stimme und Cello interpretieren. Thank you.